Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist HudoGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute natürlich mal wieder mit ein bisschen entspannter Stimme. Heute bin ich schon ein bisschen im Chill-Modus, Leute, das muss aber jeder verstehen. Und heute spielen wir Slums Panama City Panama Team Deathmatch. Und ich habe schon wieder die Probleme mit meinem Internet. Aus dem Grund habe ich mir einfach gedacht, heute spiele ich mal für euch gegen die Bots, die natürlich in der COD-Szene nicht so gerade beliebt sind. Ich weiß auch nicht warum, weil sie wahrscheinlich leicht zu töten sind. Aber was ich gut an den Bots finde, ist einfach, dass sie nicht campen. Und in diesem Video möchten wir mal über die Camper sprechen in Call of Duty Black Ops 2. Und das wäre jetzt sehr schlecht, wenn ich tot bin am Anfang. Gut, da haben wir schon gelernt, was wir mal falsch gemacht haben. Nehmen wir mal die Scorpion EVO mit in der nächsten Runde. In diesem Video geht es darum, um die berühmten Camper im Video. Wir möchten heute mal über Camper eingehen, was das für Menschen sind und was eigentlich daran falsch ist, welche moralischen, ethischen Dinger ist einfach daran nicht in Ordnung. So, campen. Was bedeutet eigentlich campen? Das ist natürlich immer die erste Frage, bevor wir überhaupt anfangen, über die Camper einzugehen, um die Camper zu haten, meine ich, sorry. Und Camper sind einfach Menschen, die verstecken sich und nutzen Spielvorteile aus. Damals im Krieg, als es Krieg gab, haben die Sniper-Schützen sich natürlich auch versteckt hinter jeder Mauer. Und natürlich ist das natürlich, wenn man sich mal genau über dieses Thema beschäftigt, Campen eigentlich ein taktischer Vorteil. Die Leute sind ja schlau, sie nutzen die Umgebung aus und verstecken sich. Ist eigentlich völlig in Ordnung eigentlich. Aber natürlich, Call of Duty, inzwischen ein männerdominiertes Spiel, muss man sagen. Es gibt natürlich aber auch viele Spielerfrauen. Männer mit halt eben viel Testosteron, pubertieren meistens auch noch. Und ja, dann kommen natürlich die ganzen Hormone hoch und dann kommen natürlich auch ein paar Wörter, die nicht fallen sollten. Also Wörter wie F oder S oder was weiß ich fallen da. Und natürlich, ja, schreibt man dann, Camper sind scheiße, es gibt die Camper-Songs und was weiß ich. Aber was ist eigentlich Campen? Wenn ich hier bin und dann jemand kille, so, das haben viele schon erlebt, dann freut man sich natürlich, dass man einen Kill hat, aber der Gegenüber denkt natürlich, dass man campt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute von euch schon oder von den Gegnern gedacht haben, dass ihr Camper seid, obwohl ihr behauptet, ich campe nicht, ich spiele in Ordnung. Das Spiel ist eigentlich wie Campen aufgebaut, weil klar, campen kann natürlich einfach loslaufen hier zum Beispiel, aber man muss natürlich taktisch vorgehen. Ich kann nicht einfach hier loslaufen, sondern muss mich natürlich auch manchmal hier verstecken. Aber es gibt natürlich in meinen Augen drei Arten der Camper. So, wollen wir mal die Camper genauer beschreiben. Ist eigentlich eine leichte Sache, wenn man sich mal ein bisschen, ja, wenn man das mal ein bisschen spielt, Call of Duty. Da gibt es natürlich die sogenannten Dauercamper. Das sind einfach Camper, die bleiben meistens an der gleichen Stelle. Und natürlich gibt es noch die Laufcamper, das heißt, die gehen von Position zu Position und campen sich dann vor und hoffen natürlich, dass sie so viele Punkte bekommen. Und natürlich gibt es dann den Noob-Camper. Was ist eigentlich der Noob-Camper? Der nutzt natürlich irgendwelche Vorteile aus, zum Beispiel ein Gebüsch oder was weiß ich. Oder der bleibt einfach, der bewegt sich halt auch ein bisschen so. Oh ja, das sind die ganzen Camper, die es gibt. Ich hoffe, ich habe alle erzählt. Ja, ich glaube schon. Oh, die Bots sind ja richtig leicht abzuknallen. Die bewegen sich gar nicht. Ja. Und ja. Ich reg mich ganz ehrlich gesagt auch über Camper auf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man sich mal überlegt, wie schlecht ich im Spiel spiele und wenn ich campen würde, dann würde ich hier wirklich besser werden. Aber ich habe wirklich schon versucht zu campen. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber es hat einfach bei mir nicht geklappt. Am Ende stand da bei mir ein Kill und 45 Mal gestorben. Da habe ich es lieber gelassen und also Camper lasse ich lieber, also campen lasse ich lieber den Profis. Aber wir müssen natürlich dann auch ein bisschen Acht geben. Weil, guck mal, wenn es keine Camper geben würde, dann ja, dann wäre das Spiel richtig langweilig, weil da hätten wir ja nichts mehr zum Aufregen. Das Spiel würde überhaupt nicht die Verkaufszahlen von millionenfach wird das Spiel ja verkauft, Call of Duty. Wenn die Camper jetzt einfach weg wären, dann würde dieses Spiel gar nicht erfolgreich werden, weil wir Menschen wollen Aufregung. Das wollen wir. Wir wollen natürlich Überraschungen und das können die Camper natürlich auf jeden Fall bieten.
Und es ist natürlich absolut moralisch, wenn man sich über Camper aufregt und vielleicht den PS3-Controller in den Fernseher schmeißt, was natürlich passiert. Und jo, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen über Camper aufklären, was das für Menschen sind. Das sind natürlich alles Mögliche. Das sind meistens Jugendliche, vielleicht auch noch Kinder, Ärzte. Das sind eigentlich korrekte Typen, die campen. Weil, jo, das sind einfach, jo, die chillen halt, die wollen sich halt nicht großartig bewegen. Ist ja auch nicht schlimm, oder? Ich bin ja auch ein Chiller, ich bewege mich auch nicht oft. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen über die Camper Bescheid sagen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag oder Abend oder Mittag oder Abend oder Morgen. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3, der geilsten Konsole der Welt.